Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofree, heute mit dem Citroën EC4X. Der C4X ist relativ einfach gesagt die Crossover-Variante des C4. Ich hätte erst gedacht, er ist etwas teurer, aber wenn man so auf die Preisliste schaut, im Moment zumindest kostet er genau dasselbe. Und Citroën möchte damit hier ein SUV und eine Fließhecklimousine kombinieren. Das hat allerdings, da kommen wir gleich insbesondere am Heck dazu, Vor- und Nachteile. Der C4X war mal ganz groß als rein elektrisches Modell in Deutschland geplant. Und dann ist irgendwas passiert, dass dann doch der Diesel und der normale Benziner verfügbar wurde. Das heißt, man kann den C4X nicht nur, wie wir ihn hier fahren, elektrisch, sondern auch mit dem Diesel oder mit einem Benziner fahren. Wir gehen einmal kurz groß drumherum. Das bekannte Citroën-Gesicht mit diesen Krummspangen, die in die LED-Scheinwerfer auslaufen. Halogen wäre serienmäßig, LED kommt dann etwas weiter oben hinzu, dann auch adaptive LED. Und hier unten in der Schürze, das kann man dann wählen, wie man es gerne hätte, hier in Blau. Es gäbe aber auch noch Rot oder ein etwas dezenteres Silber. Hier in der Seitenansicht macht dann der EC4X mit seinem X den großen Unterschied gegenüber dem C4. Er ist nämlich deutlich länger, aber das ist nicht unbedingt ein Vorteil. Kommen wir gleich dazu. Und er ist durch das X, also Crossover, selbstverständlich auch etwas höher gelegt. Er kommt übrigens immer auch auf 18 Zoll Felgen. Das Einzige, was variiert, je nachdem, welche Ausstattung man hat, ist das Design. Hinten am Heck wird die Lichtgrafik von vorne auch wieder ins Extrem übertragen nach hinten. Also hier mit diesen X-Grafiken. Und dann kommt der große Unterschied zum, können wir sagen, eigentlich etwas kompakteren C4. Das heißt, wir haben, ja, höher gelegt, SUV angelehnt und diese Fließheck. Limousinen-Variante. Aber der große Knackpunkt ist A, für mich einmal, ich muss ziemlich weit rein, um die Heckklappe aufzubekommen. Und das ist so der große Knackpunkt. Das heißt, wir haben zwar ein größeres Fahrzeug und auch einen größeren Kofferraum mit 510 Liter Grundvolumen, aber ein unpraktischeres Fahrzeug. Denn wer sich noch daran erinnert, der C4 geht komplett inklusive Scheibe nach oben auf. Und das macht insbesondere beim Einladen deutlich mehr her. Dann haben wir durch die Höherlegung auch natürlich noch eine etwas höhere Ladekante. Aber davon abgesehen, was man ihm lassen muss, für eine Limousine geht hier schon einiges rein. Also da gibt es deutlich blöder geschnittenere Öffnungen. Aber im Direktvergleich mit seinem Namensbruder, glaube ich, liegt der Vorteil bei dem. EC4X heißt, wir haben die elektrische Variante, hier 11 kW AC serienmäßig und DC lädt bis 100 kW, dazu später mehr. Es gibt im Moment auch die Möglichkeit zu wählen zwischen Standardreichweite und erweiterter Reichweite. Erweiterte Reichweite heißt eigentlich nur, wir haben die Möglichkeit, den neuen E-Motor mit 115 kW Peak zu bekommen, beziehungsweise den neuen Akku mit 54 kWh. Das heißt jetzt, der neue Akku ist mit 4 kWh nicht wirklich viel mehr besser. Allerdings auf dem Papier schafft er, glaube ich, über 50 Kilometer mehr. Und das kommt aus einer Kombination aus einem Akku mit höherer Energiedichte. Das heißt, es ist der neue, es ist auch ein NMC 811. Und der alte hier ist ein NMC 622. Also nicht ganz so effizient. Und es geht aber auch im Vergleich noch mit dem hier. Nur der neue kommt eben theoretisch etwas weiter. Kann sich aber im Alltag auch etwas verlieren. Weiter mit dem Ford. Tür geht fast im rechten Winkel nicht ganz auf, aber einladen ist trotz SUV-Form, man muss ein bisschen runter. Dann, der Einstieg ist in meiner Fahrerposition von 1,80 Meter schon etwas knifflig. Das heißt, ich muss die Füße genau koordinieren, sonst haue ich dem hier hinten rein. Von der Kniefreiheit knapp halbe Fingerlänge und nach oben, obwohl wir hier das Glasschiebedach noch haben, die Beule ist hier vorne. Das heißt, sie schränkt hier hinten nichts ein. Und dann habe ich hier noch knapp 3,5-4 Finger Platz. Von den Materialien, hier oben hat der Kunststoff, das Dekor wie vorne. Der Türgriff ist leicht weich und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, 2x05 einzustöpseln. Hier unten die Ausströmer der Zwei-Zonen-Klimaanlage, das ist eigentlich nur steuerbar da vorne. Und einmal USB-C und einmal USB-A zum Aufladen, sozusagen alles mit dabei. Und hier die Armanlage mit einem Tablet oder Stifthalter sowie zwei Becherhalter und der Durchreiche. Und jetzt eben der große Punkt, der C4X ist zwar länger als der C4, der Radstand ist aber identisch. Das heißt, hier hinten sind sie ebenfalls identisch. Weiter mit dem Cockpit, da ist der Einstieg etwas bequemer als hinten. Wir machen weiter mit den Materialien. Hier oben ist es nämlich leicht weich, der mittlere Teil ist auch weich, aber nur hier hinten.
Vor dem Dekor ist es harter Kunststoff und dann ist das hier im Türgriffbereich auch wieder ähnlich weich wie hinten. Vorne in den Ablagen, es passt 1,50 gelegt rein und gestellt auch, aber ein Liter ist irgendwie angenehmer, insbesondere auf der Fahrerseite. Hier oben, das ist weich, das ist leicht weich und das ist auch wieder weich. Von der Ausstattung muss ich sagen, der EC4X ist eigentlich am attraktivsten in seiner absoluten Basis, denn er hat schon alles Notwendige mit dabei und es wird eigentlich nicht mehr allzu viel mehr nach oben hin. Das heißt, 2-Zonen-Klima mit Wärmepumpe ist schon mit dabei. Der große 10-Zoll-Screen ist schon mit dabei. Das 7-Zoll-digitale Kombi-Instrument ist schon mit dabei. Das Einzige, was da beispielsweise noch dazu bekommt, ist die Beleuchtung dahinter. Brauche ich jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt. Serienmäßig ist auch Wireless CarPlay, Wireless Android Auto. Das Einzige, was da dann später noch hinzukommt, ist die TomTom-Navigation. Dazu kommen wir später noch. Und dann gibt es eben so ein paar Dinge wie induktive Ladeschale und so, die später noch zukommen. Aber die Ablagen hier zum Beispiel sind auch schon mit dabei. Hier gummiert USB-C und USB-A. Hier unten nochmal eine versteckte Ablage. Alles sehr clever gemacht. Hier die Handyhalterung, zwei Becherhalter hier. Hier auch nochmal eine große Ablage. Also von der Ablagenthematik her wirklich sehr praktisch gemacht. Und ja, nach oben hin, klar, die Sitze werden ein bisschen anders. Wir haben jetzt hier dann die Kunstleder. Unten herum sind das dann die Stoffsitze. Hier oben das Schiebedach, was man so öffnen kann, beziehungsweise dann hier noch über den Knopf, fährt das Ganze dann auch logischerweise noch auf. Das einzige Problem, was ich hier vorne habe, und was ich bis heute nicht verstanden habe, warum man sowas macht, ist der Sitz, der elektrisch ist. Das heißt, ich kann rauf und runter, elektrisch, das hier. Aber wenn ich dann nach vorne möchte, wird kein Knopf. Da muss ich hier ziehen. Und das ist natürlich eine schöne Umgangsweise zu sagen, wir könnten Memory anbieten, machen es aber nicht. €1.000, das ist die große Frage. Sind es 1.000 wert? Wobei geht es um 1.000? 1.000 ist der Unterschied zwischen dem 100 kW E-Motor und dem neuen 115 kW E-Motor. Und wenn wir jetzt vom Alltag sprechen, dann würde ich sagen, nicht mal nur, wenn das Geld knapp ist, sondern auch generell diese 1.000 wird man im Alltag nicht merken, außer dass sie eben einmal weggegangen sind. Das heißt, die Dauerleistung von 57 kW zum neuen mit der Dauerleistung von 62 kW fällt im Alltag null auf. Und wir sind ja jetzt auf Basis der CMP diese Fahrzeuge schon diverse Male gefahren, auch die neueren schon mal gefahren. Es wird sicherlich auch nicht der letzte sein. Und ich muss sagen, im Alltag, da ist einfach kein Unterschied da. Nur beim kurzen Beschleunigen auf die Autobahn merkt man einen Hauch von Unterschied. Das heißt, wer die Leistung sucht, der wird die 1.000, also macht keinen Sinn. Beim Thema Reichweite ist es wieder was anderes. Wer jetzt wirklich super viel Angst hat, ja, macht vielleicht Sinn, Richtung dem neueren Antrieb zu gehen. Aber dadurch, dass der EC4X schon in der Basis sehr gut ausgestattet ist, finde ich wiederum, macht es keinen Sinn, nur wegen diesen 4 Kilowattstunden, drei Ausstattungen nach oben zu gehen, denn der große Akku erst mit der Shine bzw. der E-Series und damit auch der teuersten Ausstattung verfügbar ist. Es sind im Verhältnis von der Ausstattung, von den Preisen nicht ganz so große Sprünge, wie wir das inzwischen mehr oder weniger gewohnt sind. Das heißt, er bleibt auch im mittleren Preisbereich noch attraktiv. Allerdings finde ich, der C4X zeigt eigentlich, was so ein bisschen schlussendlich mit der Entwicklung von Autos fehlläuft. Das heißt, wir haben ein größeres Auto ohne Vorteile. Denn er ist einfach nur größer. Aber er macht daraus nichts. Ja, größeres Grundvolumen beim Kofferraum, aber schlechtere Erreichbarkeit. Und der Blick auf den Direktvergleich mit dem Radstand zeigt eben, der X ist einfach nur vorne und hinten länger. Insbesondere, wenn man hinten drauf schaut aufs Fließheck, irgendwie muss das eben schön ausfließen. Und ja, also ich tue mich sehr schwer, ihr merkt es vermutlich, ich tue mich sehr schwer mit dem X. Aber was er nach wie vor gut macht, ist das Advanced Comfort Fahrwerk, was
wohlgemerkt, serienmäßig mit drin ist. Das heißt, der C4X ist wie auch der C4 keine Rennsemmel. Merkt man insbesondere, wenn es nass wird, mit diesen E-Primacy-Reifen, von denen ich auch nicht der größte Fan bin. Da muss man dann bei Feuchtigkeit schon extrem aufpassen. Aber er ist eben super komfortabel. Also gerade für unebene Städte oder sonst was, auch auf der Autobahn, egal bei welcher Geschwindigkeit, dieses Fahrwerk könnte durchaus in mehr Fahrzeuge dieser Klasse rein. Also die einfach nur fürs primäre Vorankommen, Ankommen und alles dazwischen ist wurscht gemacht sind. Da ist es wirklich gut. Was ein bisschen schade ist, dass die dazu passenden Advanced Comfort Sitze erst in den höheren Ausstattungen mit drin sind, was das Ganze natürlich dann auch komplettiert. Und einfach ein sehr komfortables Fahrzeug. Also das haben sie wirklich sehr gut hinbekommen. Und da gibt es im Sinne von Komfort im Moment in meinen Augen nichts wirklich Besseres in dieser Preiskategorie, in dieser Größenkategorie. Allerdings hat das eben auch den kleinen Nebeneffekt, dass alles komfortabel ist. Das heißt, auch die Lenkung ist sehr komfortabel. Ich will jetzt nicht sagen indirekt leicht verzögert, aber sehr komfortabel. Nicht unbedingt sportlich, auch wenn man hier in Sport reingeht, wird das nicht unbedingt viel besser. Und mein größtes Problem nach wie vor ist aber mit dieser Plattform, der Fußraum ist ein bisschen eng. Es ist, glaube ich, irgendwie was gemacht worden, denn es ist nicht mehr ganz so eng wie früher, aber es ist nach wie vor etwas eng. Das heißt, gerade für mich mit Winterschuhen muss ich schon gucken, dass ich sehr koordiniert vorangehe. Und dann zum elektrischen Fahren. Ich habe die Finger quasi komplett von B gelassen, weil ich finde, es macht einfach keinen Sinn, in B zu fahren, weil die schlussendliche finale Rekuperation nicht immer so ganz ersichtlich ist, was da jetzt passiert. Das heißt, B fadet so irgendwo zwischen 10 und 15 km/h aus und dadurch habe ich ihn einfach immer in D gelassen und ganz normal mit der Bremse versucht, intelligent zu rekuperieren. Auch wenn es vom Wetter jetzt nicht so aussieht, der Wagen hatte ordentlich mit Hitze zu kämpfen. Aber im positiven Sinne, er hat den Kampf meiner Meinung nach wirklich gut gemeistert und gewonnen. Heißt, es war auch mal rund 40 Grad. Und das Thema Wärmepumpe, Klimasteuerung und so weiter und so fort, ich glaube, da haben sie inzwischen wirklich sehr viel gelernt. Das heißt, zwar ja, am Anfang das Runterkühlen von stehenden 40 Grad und stehender Luft zieht ordentlich am Akku mit plus minus 20 Kilowattstunden, aber er regelt dann eigentlich relativ gut und schnell runter. Das heißt, die Klima hat mich im Vergleich zu dem, was wir in den letzten Wochen, Monaten so gefahren sind von elektrifizierten Fahrzeugen, echt positiv überrascht. Heißt, die Klima kommt mit dem Raum hier sehr gut klar, kühlt sehr effizient und schnell runter. Ich glaube, so irgendwo zwischen 3 und 5 Kilometer braucht sie, was echt wenig ist bei diesen Temperaturen. Und dann pendelt er sich so bei den 15 Kilowattstunden ein. Im Prinzip war es jetzt die ganze Zeit wirklich heiß, bis auf jetzt die letzten Tage eben. Und dann so 15 bis 17 Kilowattstunden finde ich wirklich okay. Und das bezieht sich auch aufs DC-Laden, denn das war anfangs auch nicht so super. Und ich muss sagen, obwohl ich nicht ideal gehalten habe, nicht ideal geladen habe, habe ich trotzdem den Peak von 100 Kilowatt kurz gesehen. Und 31 Minuten ist jetzt nicht exakt bei den 30 Minuten, die angepeilt sind, aber verträglich. Und gut, die Routenplanung ist semi-automatisch, würde ich sie mal nennen. Man zeigt zwar an, oh, es reicht nicht, da sind Ladesäulen, aber er plant das nicht selber ein, das heißt, man muss dann selber auswählen. Jetzt hier zur Assistenz. Landstraße, okay, nee, 800, genau, okay. Und die kleine Spurhalteassistent-Lenkkorrektur ist übrigens schon auch serienmäßig mit dabei, die auch gut funktioniert, nicht störend funktioniert. Jetzt lenken wir hier mal so ein bisschen gegen. Okay, macht er zu weit auf. Hier den Assistenten aus. Nee, da kann er wechseln zwischen Drive Assist, genau, Drive Assist wollen wir. Okay. Und dann ist auch eine Lenkkorrektur mit dabei. Und da vorne kommt dann auch gleich ein 70er-Schild. Mal schauen, wie weit er vorher das erkennt oder weiß. Ich glaube, er sieht es erst, wenn er es sieht. So, 70, okay. Und dann bremst er runter. Also mit dem Blitzer wäre das jetzt schon ein bisschen problematisch. Aber immerhin müssen wir nicht groß hier klickern.
Hier geht es normal rauf und runter, beziehungsweise einmal reindrücken, kann man dann auch seinen gewünschten Abstand wählen. Und auch wieder Hinweis, das Ganze ist ein Level 2 System, das heißt, ich sollte zum Nichtzeigen die Hände definitiv am Lenkrad haben, aber ich finde, so kann man es besser sehen und er macht das auch ganz gut. Auch ganz wichtig, er hat nie genervt, dass ich die Hände nicht am Lenkrad habe, obwohl ich sie am Lenkrad habe. Von dem her, also das funktioniert alles gut, unterstützend und nicht nervend. Abschließendes Fazit zum Citroën EC4X. Er hat seine Vorteile und die sind beim Citroën-typischen Aufhänger Komfort. Da macht ihm wirklich keiner was vor. Aber für 43.000 Euro muss man sich das schon mal ganz gut überlegen, ob es einem das wert ist. Denn gerade im Bereich dieser Größenkategorie gibt es für das Geld andere, durchaus bessere Fahrzeuge. Und egal, ob man jetzt den großen oder den kleinen Akku wählt, wirkliche Langstreckenfahrzeuge sind sie nicht wirklich. Man kann es machen, aber es gibt eben für das Geld bessere. Ich finde, der Wagen ist bei der Kurzstrecke und in der Stadt aufgehoben und da macht es dann wiederum mehr Sinn, auf den etwas kleineren C4 zu setzen. Und das soll es dann auch schon gewesen sein mit dem Citroën EC4X. Abschließend geht es an euch. Was haltet ihr von dieser Variante? Seid ihr da ganz bei mir und sagt ihr, nee, der C4 so macht mehr Sinn? Oder nee, ich mag schon die Crossover-Variante davon und dieses Höherlegen und so weiter und so fort. Die Form macht mich mehr an. Diskutiert gerne los, wir mischen sehr gerne wieder mit. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.